Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The House of Da Vinci 2. Wir sind aktuell wieder fast da, wo wir in Teil 1 waren. Nicht ganz, aber ja, wir haben jetzt hier so ein paar Optionen. Hiervon leider keine, aber hier diese Symbole. Die werden... Ah, gut, dass ich mal anklicke, sehr schön. Oh Moment, ich sollte alle anklicken, weil da scheint irgendwelcher Stuff daraus zu folgen. Okay. Hier ist dahin. Doch, kann ich auch anklicken. Okay. Den hier auch. Okay, was bedeutet das jetzt? Wahrscheinlich haben wir uns das nur abgekürzelt, oder? Das hatten wir alles schon. Also das hatten wir schon. Der nächste Eintrag, genau. Okay. Das ist hier ein bisschen verwirrend. Ist das der linke oder der rechte? Und das ist verwirrend. Und hier auch. Das hier wird der sein. Also wird der das sein. Aber ist der das und der das? Oder wahrscheinlich, oder? Weird. Bei den beiden ist keine Verwechslungsgefahr. Okay. Ist jetzt die Sache. Wir hatten das hier. Wir brauchen hier die Linse, aber die muss gesäubert sein. Hier... Nee. Mhm. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir nochmal tun mussten. Ist für mich auch schon wieder eine Woche her, seit ich hier aufgenommen habe. Bisschen länger als eine Woche sogar. Ich würde sagen, wir holen uns mal einen Hinweis. Ich habe ein Rad mit einem kleinen Rahmen an den Kanten. Ich sollte einen Platz finden. Ah, okay. Okay, das sollten wir also machen. Wahrscheinlich habe ich letztes Mal schon gesagt, ah, da werden wir es vielleicht einsetzen können. Nur habe ich schon wieder vergessen. Sehr lange Animation, muss ich gestehen. Genau, hier kam das raus. Können wir das hier einsetzen? Nee. Oder die Linse zum Saubermachen? Nee, geht auch nicht. Also hier kam das wirklich nur raus. Alright. Genau, das Rätsel erinnere ich mich. Das war cool. Oh! Oh, hier wahrscheinlich. Ne. Dann kann ich mich auch noch erinnern. Das war auch ein Rätsel. Ich dachte gerade kurz, hier fehlt eine Textur, aber das scheint so gewollt zu sein. Auf dem Turm gibt es ja auch was, aber dafür brauchen wir was anderes. Da oben sind auch noch mal Symbole. Moment. Okay, ja, nee, hier sind nur die Dinger. Okay, wo gehört das Teil hier eingesetzt? Das Teil, also das hier wird sicher ein wichtiger Hinweis darauf sein. Eine Aussparung in dieser Art und Weise ist nicht hier. Nur mal so als Idee. Ganz unverbindlich in den Raum geworfen. Ah, Moment, hier! Hier, oder? Nee, nee. Hä?
Hier kommt die Linse hin. Hier kommt ja sicher nicht das Teil hin. Ja. Ist eh klar. Ach, ich... Ja, okay, es kommt hier hin. Wetten wir, ich habe das letzte Folge schon gesagt und jetzt 5 Minuten gebraucht, bis ich mich wieder dran erinnere. Sorry, falls ihr den Bildschirm angeschrien habt. Ich entschuldige mich hier an euren Bildschirm. I'm sorry, euer Bildschirm. So. Okay. Ah ja, okay. Verstehe. Ein Lichtprojektor. Wir brauchen aber eine Linse. Eine saubere Linse. Und wo bekommen wir die Linse sauber? Weil sonst hat sich ja nichts geändert. Achso, nee, das ist das hier. Hier kommen wir, bekommen wir die Linse nicht sauber. Oder können wir die Linse jetzt einfach trotzdem einsetzen, obwohl sie dreckig ist? Ja, das Problem ist, dann passiert nichts, weil die Linse schmutzig ist. Wir müssen die säubern. Aber ich habe jetzt hier nicht Wasser gesehen oder sowas. Wir kommen sicher noch höher, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Und wir brauchen das, glaube ich, jetzt. Ja, noch länger. Oh, Moment. Können wir sie vielleicht mit dem Feuer sauber machen? Nein, nicht wieder. Nicht wieder zurück. Oh nein. Moment. Ja, aber es ist kein kombinierbares Objekt. Ich dachte, dass wir die Linse hier irgendwie einsetzen können. Heißt auch mit... Oh, Moment, Metallgriff. Nein. Nee. Hier drin hatten wir auch gar nichts mehr. Ja, aber dann muss es unten sein, oder? Hier haben wir alles fertig. Hier auch. Das Rätsel war, wie gesagt, eines der geilsten bis jetzt. Auch wenn es sehr einfach war. Aber es war zumindest ein cooles Rätsel und nicht so dieses, was kann ich noch anklicken, was ich verpasst habe? Oh, ist da Wasser drin? Nee. Wir können halt immer noch hier hin. Und hier auch. Und hier... Ah, na, hier haben wir den Griff ja her, oder? Hier haben wir, soweit ich weiß, den Griff her. Da haben wir auch nichts übersehen. Oder können wir den jetzt hier anbringen? Um die Seiten des Tisches herum sind einige Verzierungen. Oh, oben. Alter. Sowas ist halt genau wieder dieses so... Das ist halt überhaupt nicht mein Steckenpferd. So, Rätsel lösen. Wo gehört welche Apparatur hin und so weiter. Das ist cool. Aber... Wenn es dann um sowas geht wie, okay, inwiefern hat jetzt... Inwiefern hat jetzt hier... Welcher Tisch welche Punkte und so weiter? Ha? Nee. Ha? Okay, man könnte... Das hätte man sehen können. The fuck? Okay, ja, da ist irgendwas. Okay, aber... Hm. Oh, Moment, I see.
Aber die... Jetzt drehen die sich gleich. Wir hatten das doch schon so, dass die so waren. Hä? Okay. Oh, hier ist ein Linsensäuberer. Ja, hier können wir mit dem Stock hin. Ich dachte, wir brauchen Wasser. Wir schaben sie einfach mit einem Stein ab. Polierte Linse. Sehr schön. Aber wir hatten das doch literally 5 Sekunden nach Anfang auch so, oder? Oder bin ich dumm? Und das war ein bisschen anders. Keine Ahnung. Aber jetzt würde ich sagen, ist Zeit für einen Film. Filmabend. Film ab. Oh. Ja, das hier oben. Ich glaube, wir sollten die Reihenfolge merken. Startet das irgendwann? Also gibt es irgendwo so eine Pause oder... Oder was? Okay, nein, gibt's nicht. Fangen wir hier das an. Komisches Ding. Viele Ecken. Viereck. Also komische Ballteil. Dann mit den Dreiecken. Mit denen. Mit den 5 Ecken. Nein. Nein! Mach ganz falsch. Dann das mit den Dreiecken. Dann das hier. Und das mit den 5 Ecken. Was? War das die falsche Reihenfolge, aber... Können wir die Linse nochmal rausnehmen? Ne, können wir nicht. Aber das ist halt ein Endlos-Loop. Dieser komische... Der ausschaut wie ein Stressball. Fangt an. Also sagen wir mal, fangt der an. Dann das mit den Dreiecken. Dann das, was hier so wie ein Diamond ist. Und dann das mit den 5 Ecken. Diamond. Hier das hier. Dann das, was wie hier mit Dreiecken ist. Das Ding. Und das Ding. Aber das klappt nicht. Oder müssen wir alle, die nicht dabei sind. Aber es sind nur die beiden, die nicht dabei sind. Nee, und es passt auch. Müssen wir vielleicht von vorne anfangen? Also von vorne im Uhrzeigersinn gehen? Also mit dem mit den Dreiecken anfangen? Dann ist Dreieck. Diamond, 5 Eck, Stressball. Dreieck. Dreieck. Diamond. 5 Eck, Stressball. Dreieck, Diamond, 5 Eck, Stressball. Woher hätte ich jetzt wissen sollen, mit was ich anfange? Wenn da kurz mal irgendwie ein Filmriss oder was drin wäre, wäre es ja noch sinnvoll. Aber so ist es ein bisschen rumprobieren. Okay. Wurscht. Wir haben, glaube ich, den Tisch damit gelöst. Oder das finale Rätsel freigeschaltet, wie es ausschaut. Und den finalen Text. 1508. Okay, aber wir lesen das wieder hier. Die Anzeige auf dem mechanischen Tisch hat sich ein letztes Mal gedreht und ist beim Jahr 1508 stehen geblieben. Okay. Okay. Oh, wir sind schon kurz vor Ende. Also reiste ich ins Jahr 1495, aber da landete ich im Jahr 1508. Du fragst dich, wie das möglich ist. Das Schlüsselelement im Ausrichtungsprozess der Zeitmaschine ist ein spezieller Handschuh. Mit dem du dich ausgerüstet hast, als du durch das Zeittor gegangen bist.
Ohne ihn ist das Tor fast nutzlos. Ich habe eine wichtige und nicht reparierbare Komponente als Teil der Sicherheitsvorkehrung eingebaut, um das Tor vor Missbrauch zu schützen. Mein Handschuh wurde während der Reise beschädigt. Zum Glück haben wir noch den, welchen du benutzt hast, da wir ihn brauchen werden. Verlasse den Turm so schnell du kannst. Draußen erwartet dich das letzte Fragment der Geschichte und eine kleine Überraschung. Okay. Na. Verzierter Behälter. Okay, das war's. Verlasse den Turm so schnell du kannst. Oh. Nee. Hä? Ah! Verzierte Behälter mit Griff. Ja! Oh, jetzt müssen wir das richtige Ja eingeben. $14,95? Probier mal $14,95 und hoffe mal, dass nichts Schlimmes passiert. Okay, passiert gar nichts. Dann 1508, aber wir sind gerade 1508, oder? Sind gerade 1508. Komm. Ach so, das blinkt auf, sobald man irgendwas macht, wodurch man hier das nicht verwenden kann. Ja, das waren diese Dinger hier. ¿2031? Was ist das eigentlich für ein Symbol? Ich meine, das Einzige, was noch offen ist, ist das hier. Das rechts davon, oder? Das hier. 8127. Ach, probieren wir mal. 8127. Nee. Aber vor dem, oder so kann man ja auch gut drauf schauen, vor dem ist literally das Symbol, was das bedeutet. Und die einzig sonst offene Tür ist das hier. Oh, Moment. Das bedeutet, das ist das Teil. Das bedeutet, das hat mit der Zahl zu tun. Das bedeutet, da ist der Weg runter. Das bedeutet irgendwas anderes. Und das bedeutet auch irgendwas anderes. Aber das Problem ist, welche dieser Zahlen nehmen wir denn dann? Das ist eine gute Frage. Shit. Hier unten konnten wir nicht zurückreisen. Hier war zwar... Ne, hier sind wir nur hergereist. Wir können nicht mehr zurückreisen. Achso, ja, hier geht's nur wieder hoch. Damn it. Okay, Hinweis. Ein Zylinder Mitte des Schrankens, der kann wahrscheinlich benutzt werden, um meine vierstelligen Nummerncode. Wo bekomme ich den? Das ist meine Frage. Hinweis, du hilfst mir nicht, wenn du literally das mich fragst, was ich mich frage. Wir haben 1508 schon... Moment, haben wir 1508 doch schon eingegeben, oder?
1508 haben. 1506? Okay, 1400, 1506. Aber es gibt literally nur die Zahlen. Vielleicht ins Jahr 507? Also. Das Einzige aber, das wäre halt wirklich, wenn das halt so gedacht wäre, dass man es löst, sehr weit hergeholt. Der literally genau gegenüber. Und der... Und gibt es überhaupt ein genau gegenüber? Wie viel sind denn das? Das, 1, 2, das, 1, 2, wieder das. Ja, okay, also 507 wäre auch noch eine Option. Also ich meine, wir können halt alle... nicht. 10, 15. 10, 15. Vielleicht noch. Wie gesagt, inzwischen ist mehr Guesswork. Dadurch ändert sich aber... Muss sich dann dadurch hier was ändern? Und last but not least als Option 20, 31. Noch ein Hinweis. Ich habe das Gefühl, es gibt in diesem Raum einige Hinweise auf den Code. Ja, mein... Alter, die Hinweise sind so für Idioten gemacht. Also wirklich, wer diese Hinweise braucht... Also gerade die ersten ein, zwei Hinweise sind gefühlt immer einfach nur Bullshit. Vielleicht müssen wir 507 von 1508 subtrahieren, also ins Jahr 1001 zurückreisen. Wenn das das Rätsels Lösung ist. Da fresse ich einen Besen. Eine Zahlenreihe. Das ist ein Hinweis, weil der hat mich jetzt, glaube ich, auf die Lösung gebracht. Aber holy shit, das zu machen, weil es würde für auch viel zu gut passen. Aha, das zeigt, was hinter der Tür ist. Das zeigt irgendwie, was hinter der Tür ist. Das hier mit dem Pfeil zeigt, dass hier die Rolltreppe, genau, die Treppe runter ist. Und hier, literally... Denke ich mir, okay, es sind einfach drei Zahlen. Welche von den drei nehmen wir denn dann? Nee, 507, 1015, 2031, das, was wir eingeben müssen, 8127. Okay, jetzt brauche ich, glaube ich, Zettel und Papier. Oder einen Rechner. Vielleicht beides. Ich habe meinen Handygriff bereit, zur Not. Aber ich versuche es mal händisch zu machen. 0507. Als nächstes 1015. Und dann 2031. Also die erste. Wie kommt man denn von. Okay. Meine Idee war jetzt, okay. Die erste Zahl ist 0123. Aber warum kommt man dann auf 8? Vielleicht einfach 01248 könnte funktionieren. Die zweite ist 5001. Das ergibt aber keinen Sinn. Und 715 oder halt 7517 ergibt auch nicht wirklich Sinn. Ich glaube, ich muss da irgendwie addieren oder irgendwas. Deswegen werde ich mal meinen Rechner hier rausholen.
weil sonst blamiere ich mich jetzt wirklich. Also ich meine, es ist vielleicht schon eine Blamage, dass ich dafür überhaupt einen Rechner brauche. Aber hey. So. 1015 minus 507 ist 508. Dann 2031 minus den 1015. Oh, ist 1016. Ich glaube, du addierst die Zahl plus 1, also 507 und 508 ist 1015. 1015 plus 1016 ist 2301. Und 2301 plus 2032. Schauen wir mal. 2032, ja, wurscht, die Reihenfolge, plus 2031 wäre 4063. Und wenn wir jetzt 4063 plus 4064 machen, 4063 plus 4064 kommt raus 8127. Tja, hätte ich das im Kopf gerechnet, säßen wir am Ende der Folge noch hier. Alright. Also 4000. Also 4036. Falsche Richtung, aber wohl. Ne, 4063. So. Sehr gut! Genau das habe ich mir gedacht, dass sowas passieren wird. Und jetzt verpieseln wir uns von hier. Es schaut aus, als würden wir es immer noch nicht verpieseln, sondern müssten noch ein Rätsel lösen. Okay, das ist gerade ganz kurz verschwunden. Nein! Ich habe nur ein bisschen rumgedrückt. Nein! Oder ist hier jetzt irgendwas passiert? Nee. Wir haben auch nichts mehr. Also wir haben dort eigentlich nichts, was wir einsetzen können. Ja, wir müssen da irgendwas reingeben. Aber was? Was sollen wir denn da reingeben? Was so blumenförmig ist. Wir haben nichts. Wir haben literally nichts mehr. Ah! Ah! Ah, okay, das hier. Holzbose. Ich glaube, die sollen wir da reingeben. Ja, okay. Hallo? Nee. Oder müssen... Oh, mit der müssen wir garantiert nochmal nach unten und da irgendwas machen. Oh, Moment. Ich glaube, ich weiß sogar, wo wir das machen müssen. Ich dachte nur, dass halt das... Nein, ich... Wollte nach unten. Nein, wie lang? Warum dauern die Animationen so lang? Also ich meine, ja, wir laufen hier eh schon wie ein Wahnsinniger die Treppe runter, aber halt gerade in einem Rätselspiel hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn es Point-and-Click-Adventure-mäßig einfach quasi instant wäre. Im Sinne von ganz kurzer Fade-to-Black und dann wieder... Aber es hat so auch was, muss man schon gestehen. Genau. Hier nämlich wahrscheinlich. Ne? Hier. Nee.
Okay, da war ich mir jetzt relativ sicher. Oh. Nee. Hä? Nee. Huh. Okay. Hier können wir auch nur hier was machen. Und die Gose können wir nicht rein. Was doch in der... Aber da war doch nichts mehr in der mittleren Etage. Oh. Oh. Ich hab's gerade gesehen. Das ist fies. Das ist fies. Dass so in einem Wandpanel so ein kleines Teil fehlt. Und jetzt haben wir hier den. Das ist echt fies. Aber glaube ich sehr gut gegen hier Leute von dieser Geheimgesellschaft. Weil darauf zu kommen ist schon... Da braucht man viel Hirnmasse dafür. Da kann man nicht wie beim Backen mal die Hälfte sparen. Und passt trotzdem alles. Hallo? Ach, ganz hoch natürlich. Okay. Ist da ein Toter drin? Nein. Hä? Das, was zur Hölle ist das denn? Müssen wir uns da irgendwie reinsetzen? Es wirkt so ein bisschen wie, setz dich rein und der Rest... Ja, der Rest passiert einfach. Okay, wie sehr vertrauen wir unserem Meister? Also nicht einmal setz dich rein. Halt dich einfach so fest. Geil, Assassin's Creed Style. Oh, aber jetzt sind wir wieder hier in Da Vincis Hof, oder? Nee. Ist zumindest nicht der Hof, wo wir damals waren. Vielleicht ist ein anderer Hof von Da Vinci, aber... Okay. Neues Rätsel, neues Glück. Hier sind so Zahlen. Okay. Der Gulli? Oh, irgendwas ist im Gulli. Oh, ein Hammer. Oder sowas, was ausschaut wie ein Hammer und wahrscheinlich eher eine Kurbel oder ein Griff ist. Wahrscheinlich ein Griff. Hier auch. Das schaut aus, als könnten wir was drücken. Nein, hier ist aber so eine goldene Rose. Ah, okay. Flügelnuss. Okay. Hinten bei dem Priester. Oder bei dem whatever. Oh, den müssen wir vervollständigen. Okay. Und hier geht da, dann geht hier was auf wahrscheinlich. Okay. Ah, diese... Einer von diesen Dingern hier unten wird irgendwas haben, oder? Nee. Nee. Dann einer von denen. Nein. Doch einer von denen wird was haben. Ja, der hier nämlich. Habe ich es nicht gesagt? Daran hätte ich mich eventuell dumm und dämlich gesucht. Teil eines Mechanismus. Der kommt uns irgendwie aus Teil 1 bekannt vor. Aber eine Flügelnuss bringt da nicht so viel dran, oder? Doch! Nice. Und jetzt haben wir ein Windenrad. Was auf sowas sternförmiges drauf, kreuzförmiges drauf passt. Gut, es wird wahrscheinlich nicht passen, weil das hier zweimal negativ ist.
Beziehungsweise zweimal hier ein weibliches Formstück. Ist korrekt ausgedrückt als negativ. Okay, aber die Frage ist halt trotzdem, was wir jetzt hier machen. Wir brauchen jetzt irgendwas. Fuck. Okay, wir brauchen irgendwas, was wir nicht haben. Was ist das komisch Schwarze da unten? Ha! Da ist auch ein bisschen was. Das glänzt so komisch. Soll das einfach Moos sein? Okay, ich glaube, der weitere Teil des Mechanismus wird aktuell noch uninteressant sein. Wir müssen erstmal was finden, was wir da reinpacken können. Machst du das als Nase? Oh, Moment! Oh nee, dann passiert mit seinen Händen was. Nee, das ist nur das. Die Fackeln haben nix... Ah! Nee, das ist auch aber nur ein Negativteil. Im Heu können wir nicht schauen. Nee. Tja. Tja. So wahnsinnig viel gibt's hier nicht. Weh, wir müssen hier irgendwie einen speziell aussehenden Pflasterstein anschauen. Alter. Was hält denn dich davon daran auf, das Gitter wegzumachen? Giacomo. Windenrad wird es hier auch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel bringen. Außer vielleicht hier, aber das ist... Das passt nicht. Hier auf der Seite ist auch nichts extra. Und hier der Sockel ist auch nicht extra. Ah, Moment. Oh. Natürlich, das Goldene in der Mitte kann man nicht drehen, aber die beiden komplett unscheinbaren Außen, natürlich. Und jetzt kann man das in der Mitte drehen, oder? Noch ein bisschen. Alright. Ach, das hält dich auf, weil das so eine Konstruktion ist. Alright. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Rostiger Griff. Oh, wir wissen, wo der hinkommt. Der kommt jetzt nämlich hier lang, oder? Also hier rein. Jo. Rätsel! Ich glaube, so Rätsel finde ich eigentlich immer cool. Ah. Oh. Eins ist das Symbol. Okay, also das muss an den Anfang. Oh, und das geht nicht. Also wir können da oben... Was? Müssen wir die einfach nur zuordnen? Oh shit! Okay, Moment, ich glaube, wir haben ein Problem, oder? Ah, dann gehen alle wieder weg. Okay. Ich dachte gerade schon, wir haben jetzt gleich echt ein Problem. Ja, okay. Es muss schon richtig sein. Okay, das heißt, wir müssen hier diesen Stern möglichst darüber bekommen. Das... Na, aber dann... Warum ist das nicht richtig? Warum ist der Stern da nicht richtig? Okay. Was? Hä? Aber das ist da richtig. Moment. Was zur Hölle? Das ist richtig, das rastet ein. The fuck?
1 das ist. Warum ist 1 an dritter Stelle? Was zur Hölle? Wir haben jetzt immer noch keine weitere Tagebuchseite. Dachte ich gerade, vielleicht hilft mir da mal was weiter. Warum ist das an der Stelle richtig? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Warum? Warum? Hinweis. Die goldenen Teile mit Symbolen sollten irgendwie geordnet werden. Das irgendwie ist das Problem. Scheiß Hinweis. Was hat das denn? 1, 2, 3, 4. Warum ist das auf dritter Stelle richtig? Oder nicht mal an dritter? Hat es überhaupt was damit zu tun, dass das und die 1 gekoppelt sind? Nein, wahrscheinlich, oder? 1, 2, 3, 4 Innenflächen. Wenn es an die Anzahl der Innenflächen geht, müsste ja... Okay, ich glaube, das war gerade nur ein Bug, dass das so vibriert hat, oder? Ich glaube, das war nur ein Bug. Okay. Dann müsste das, ja, weil das... Welche Position ist denn das dann richtig? Hä? Was zur Hölle? Das ist auf letzter Position offenbar richtig. Oder? Müsste er. Was? Das ist überhaupt... Was zur Hölle? Ich habe das doch jetzt auf jeder Position versucht. Ich verstehe es nicht. Das ist auf dem richtig... Bin ich gerade einfach der dümmste Mensch auf diesem Planeten? Könnt ja immer mal sein. Aber das hier... Gib mir noch einen Hinweis, what the fuck? Das ist nicht hilfreich! Falls ihr im Handy schaut, da steht... Ein weiterer Blick durch das Oculus Perpetua ist nützlich. No shit, Sherlock! Auch einfach rumprobieren funktioniert gefühlt nicht. Das ist aber dort richtig. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Aber what the fuck? Du musst zuerst das Symbol machen. Als zweites das Symbol. Jetzt müssen wir als drittes hier das Quadrat hinbringen. Was jetzt schon nicht klappt. Aber wir müssen... Ja... Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe es. Also wir müssen die quasi jetzt mal korrekt ordnen und dann in der richtigen Reihenfolge hochziehen. Alter, dass es die Reihenfolge, wann ich es hochziehe, ist... Holy shit, also ganz ehrlich, darauf wäre ich wahrscheinlich noch länger nicht gekommen. The fuck, einfach nur.
Moment, da muss ich jetzt hier mal kurz ein bisschen rumschieben. Ah, shit, das ist ja dann... Dammit. Ja, ist schon klar. Okay, also das muss ich sagen, ist schon ein bisschen... Wie gesagt, das ist so ein dummes Konzept, dass ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe. Muss ich ehrlich gestehen sagen. Okay, jetzt sind alle richtig. Jetzt einfach 2, 3, 4. Wow, was für ein Rätsel. Ich hab gehofft, das ist ein gutes. Ich dachte hier, das Symbol ist die Ding und dadurch müssen wir quasi rausfinden. Ich meine, das wäre auch nicht so viel intelligenter, aber es war gefühlt zumindest etwas intelligenter. Okay, und jetzt? Und jetzt? Hat sie noch irgendwo was geöffnet? Was? Hä? Was war hier eigentlich noch was? Hä? Nee. The fuck? Hä? Jetzt hat sich hier was getan? Aber das bringt mir nichts, oder was? Also gefühlt kann ich da jetzt runterklettern, aber das kann ich nicht. Hier ist nichts Neues. Ein Blick dadurch verrät mir auch nichts. Was kann ich jetzt hier noch machen? What the fuck? Das wirkt jetzt wie ein Bug, dass ich hier nicht runter kann. Hier ist auch nichts mehr. Hä? Ah! Okay. Ja, ich sage hier so, du musst da jetzt das machen und das ist ein bisschen versteckt. Das ist... Also, so Rätsel, das war ein bisschen beknackt. Aber so ein Rätsel in gut wäre schön. Und weniger von diesen anderen komischen Sachen. Hier, du musst das hier in diese winzige Aussparung von vor 5 Minuten oder die du noch nie gesehen... Oder vor 10 Minuten oder 30 Minuten oder irgendwo hin, was du noch nie gesehen hast. Ah, dieser kleine Pinöppel kommt auf jeden Fall dahin. Jo. Ah! Okay. Hallo. Du wirkst irgendwie creepy. Und die Dinger werden auch noch irgendwie nützlich sein, weil diese Zahlen sind nicht umsonst da. Und die Maske hat innen... Genau. Ah! Und für die Hände gibt es dann wahrscheinlich noch Laschen. Oh ne, die Hände machen jetzt was und dadurch kriegen wir was. Zum Beispiel, wenn wir sich das genauer anschauen und das nicht bemerken, bekommen wir dieses Teil am Schädel. Das ist nice. Verzierte Kapsel. Die geht doch irgendwie auf. Oder? Oh, nee, oder? Die müssen wir jetzt hier draufpappen? Nee. Eine von den Dingern wird irgendwie ganz beschissen aufgehen. Oder? Ich rieche es schon. Ah, Moment. Ja, das passt sogar genau. Ja, okay. Ah. Genau. Okay, wetten wir, das ist aber jetzt. Ich muss addieren. Fangen wir mit das Leichten an. Da muss 10 rauskommen. Nee, fangen wir mit das Leichten an, was möglichst niedrig ist. Hier muss 4 rauskommen. Und das kann nur so. Das kann nur durch laute Einsen.
Was bedeutet, wenn ich laute Einsen habe, kann das dritte Rädchen, was nur eine Eins hat, zwei Einsen hat. Das zweite hat sehr viele Einsen. Das erste hat auch ein paar. Aber die unteren beiden haben nur zwei Optionen. Entweder so oder so. Beziehungsweise so oder so. Gehen wir mal von der Position aus. Das heißt, wir haben jetzt bei vier Optionen so und so. Also eins, dann das anders, zwei, drei oder vier Optionen. Dammit. Ja, Mathe, genau. Drei oder vier Optionen für die unteren beiden. Das heißt, wir versuchen mal mit der Option. Das hier klappt schon mal mit der 3 an der Stelle nicht. Versuchen wir mal die 3 hier für die 10 hinzubekommen. Da ist dann auch hier eine 1. Hier wird es ein bisschen schwierig mit der 9, aber nicht unmöglich. Ich bin eigentlich secretly doch gut in Mathe. Ich verberge es nur gut. Es war nicht Luck. Achso, ich kann das nicht weiter nach oben, weil das biegt so da oben an der Kante. Giacomo, nachdem ich im Jahr 1495 ankam, war es zu riskant, irgendjemandem meine Anwesenheit zu verraten. Ich wusste nicht, wie du reagieren würdest, Giacomo, oder gar wie mein jüngeres Ich reagieren würde, wenn es seinem älteren Doppelgänger gegenübersteht. Ich konnte den Plan nicht auf diese Weise gefährden. Dennoch brauchte ich einen Unterschlupf und fand ihn bei meinem alten Freund Luca Pacioli. Luca ist ein Mönch, Wissenschaftler und begnadeter Mathematiker, dem ich uneingeschränkt vertraue. Ich werde euch sicher bald vorstellen. Erinnerst du dich, als das Oculus Perpetua aus deinem Zimmer verschwand? Es war kurz nach dem unangenehmen Besuch von Cesare Borgia in Cortevecchia. Ich musste mir das Gerät ausleihen, damit ich dem Herzog folgen und sehen konnte, was er mit den Zeichnungen vorhat, die er aus deinem Notizbuch gerissen hatte. Den Zeichnungen, das war nur eine. Und ich fand, wobei es waren mehrere Zeichnungen auf einer Seite, okay. Und ich fand sehr interessante Dinge heraus. Als ich mich Luca anvertraute, war er sehr erstaunt. Und dann erzählte er mir etwas, das ich nicht in diesem Brief schreiben kann. Etwas, das ich dir von Angesicht zu Angesicht sagen muss, wenn wir uns wiedersehen. Das geschieht nun. Giacomo, sieh hinter dich! You have no idea how glad I am to see you, dear friend. 13 long years have passed before we finally meet again, Giacomo. Yeah? You seem surprised. But if you looked carefully at what I left you on the mechanical table up in the tower, you must already understand. Everything that happened, happened simply because it was part of my plan. Actually, to tell the truth, the fact that Borgia came through the gate with you was unexpected. That even then, we gained a head start over those dangerous people. We now have to hurry to one more place where my plans will either culminate or completely collapse. Oh, also großes Finale! I will tell you the details on the way. Giacomo, I need your help now more than ever before. But we cannot delay a moment longer. Time is not on our side. Das wirkt irgendwie so ein bisschen ironisch nach dem, was jetzt passiert ist, alles. Oh, Errungenschaft, zurück in die Zukunft. Passend.
Oh, Torino. Sacra di San Michele, Turin, 1508. Okay, starten wir mal. Wir werden uns wahrscheinlich nur hier den Anfang mal anschauen. Heute. Also die Introsequenz. War offenbar ein weiter Weg von da unten. Too many stairs. I remember, Giacomo, that there were times when I set off for long walks through the steep hills around Milano in search of an inspiration for my painting of the Virgin of the Rocks. Although I was a lot younger at the time. But we are here for something completely different. The abbot of this monastery generously allowed us to visit the library and to study some of the books. My plan is to feign studying them and thus give you some time. In the meantime, you will try to locate the secret part of the library Luca Pacioli told me about. Somewhere in it, there must be the chronicle Ordo Justitialis. I was told by the abbot that Brother Malachi, who serves within these walls as a librarian, should expect us. Now, go and knock upon the door so he knows we have arrived. Okay. Okay. Bevor wir das machen. Hä? Hä, aber das war doch die letzte Seite. What the fuck? Hä? Wo steht denn hier sowas wie Badia Fiorenz? Und das hatten wir... Hä? Wo ist denn hier ein Kapitelneustart? Okay, ich bin hier verwirrt durch das. Ich würde sagen, das lesen wir eh beim nächsten Mal, weil ich bin gerade... Ist hier kein Kapitelneustart, aber hier ist ein neues Kapitel. Ich verstehe es nicht. Egal, ich würde sagen, hier klopfen, lesen diese verwirrenden, wo kein Kapitel jetzt auf einmal drin ist, machen wir beim nächsten Mal bei Let's Play House of Da Vinci 2. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss, Leute.